Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Days. Und heute in der Kritik steht Creed 2, Rocky's Legacy. Wir haben eine typische Geschichte, die man eigentlich schon wieder komplett vergessen kann, denn storytechnisch ist der Film plump, dumm. Und zeigt das, was Hollywood halt vorgibt in den Lehrbüchern. Es ist kein Meisterwerk, es ist nicht gut gemacht. Und dann, ja, dann kommt Victor Drago. Eine Kampfmaschine, die seinesgleichen sucht. Wer Rocky 4 mochte und dachte, Drago, boah, krass, geil. Der sollte sich den Sohn mal angucken, denn der fegt alles weg. Also, das, ganz ehrlich, meine Vorstellung von diesem Film, nachdem ich ihn gesehen habe, wäre, ist, und ich wünsche mir diese Art, also, vergesst Creed, Creed ist langweilig. Nehmt Drago und verpasst den Filme. Und da geht's dann genau wie in Dragon Ball Super nur darum, dass er einen nach dem anderen fertig macht. Punkt. Fertig. Habe ich gesehen. Liebe ich 10-mal. Da können sie 100 Teile von machen. Ich würde dem Typen immer noch beim Boxen zugucken, weil es einfach unnormal krass aussieht. Der gibt einen Schwinger, der Typ fällt um und man kauft diesen Film die Wucht ab. Wie der Typ zuschlägt. Halleluja, das ist Boxen, das will ich sehen. Unglaublich. Negativbeispiel, wo wir jetzt über den Anfang des Films gesprochen haben und über seinen Gegenspieler kommen wir doch noch mal kurz zum, ja, was dazwischen passiert. Die Familie. Creed hat Familie bekommen und verliert seinen ersten Kampf gegen Drago. Warum? Weil der Junge einfach nur scheißend dumm ist. Anders kann ich mir das nicht erklären. Er steigt in den Ring nur aus Provokation, nichts anderes. Natürlich gehört das irgendwo zum Boxen dazu, aber wenn schon sein Trainer, der gegen den Vater gekämpft hat, sagt, Jung, dafür bist du nicht bereit, das ist zu krass, diesem, ne, dann wird das nicht heißen, ja, du bist ein Mädchen, das schaffst du nicht, sondern Junge, pass auf, was du da tust. Du bist jetzt Profiboxer. Da solltest du die Erfahrung haben, um zu sehen, dass dieser Typ nicht normal ist. Wir müssen da anders rangehen. Wir müssen trainieren. Und zwar krass. Ja, da kommst du mit deinem Lauchkörper nicht hinterher. Dieser Typ ist einfach das Dreifache, Vierfache, wenn nicht sogar das Zehnfache von dir, so wie der Typ aussieht. 2 Meter groß, so eine Kante und du bist die Hälfte davon. Du passt fast zweimal in den Typen rein. Ja. Da muss dein Menschenverstand dir sagen, passt nicht. So, das ist genau wie mit das Eckige, was du versuchst, in dieser Box in das Runde zu stecken. Das passt auch nicht. Genauso solltest du es da merken, ja? Und das tut Creed überhaupt nicht. Creed, ah, der Vater hat meinen Vater getötet. Ja, Rache. Ja. Und verkackt natürlich. Kleiner Fun Fact: achtet mal auf die Körper von den einzelnen Figuren. Creed wirkt bis zum Ende des Films, wenn er die super krasse Montage kriegt, wirkt er nicht ganz so muskulös wie beim letzten Teil. Was, wo ich erst dachte, okay, ne, warum dieser Körper vorher so eine Maschine, jetzt
sieht er halt ein bisschen, ja, als hätte er sich gehen lassen aus. Also nicht wirklich gehen lassen, aber halt nicht mehr ganz so fit. Der ist halt nicht mehr ultra muskulös, Sixpack raus, solche Arme, wo man jede Muskelfaser sieht. Erst am Ende kriegt er dann wieder diese Form und siehe da, bam, 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 er schlägt alles nieder. Ist kein Spoiler, Leute, denn ey, ihr müsst nur die letzten Rocky-Filme sehen oder irgendeinen Boxfilm und ihr wisst, was passiert. Natürlich gewinnt der am Ende. Aber hier wird auch einiges, ja, ich sag mal, nicht unbedingt neu erzählt, aber hier werden Ansätze gemacht, die ich noch ein bisschen schön fand. Wie zum Beispiel Rocky. Die deutsche Stimme nicht mehr die wir sonst kannten, sondern eine ältere Stimme fand ich nicht so gut. Ich mochte die Rocky-Stimme, das Rauchige, das ein bisschen gelispelte. Dann haben wir noch die Freundin, sehr gut gespielt, schöne Musik, die sie macht, was man von dem Rest des Soundtracks außer dem Rocky-Theme nicht sagen kann. Fand ich zu Trap-lastig. Ja, ansonsten möchte ich hier noch eine Sache rausstellen. Achtet mal auf das CGI, Baby. Es sieht grausam aus. Irgendwann kurz vor der Geburt oder kurz nach der Geburt stellt sich die Frage, was ist, wenn das Baby dieselbe Krankheit hat wie die Mutter, dass sie nach und nach taub wird oder sogar schon taub ist. Und gerade in dem Zusammenhang mit der Familie verstehe ich einige der Wörter nicht. Die Sätze passen nicht zusammen, ne? Oder die Wortwahl passt einfach nicht. Denn in der deutschen Fassung zumindest kommt es mir so vor, als wenn Creed da ein bisschen abschaltet. Er sagt auf der einen Seite, ah, traurig, wenn das Kind irgendwelche Gehörschäden hat, dass es genetisch nicht ganz gesund ist und dadurch vielleicht nie hören wird. Sehr traurig, oh mein Gott, und da wird gefühlt der Weltuntergang dargestellt, die Tränen fließen. Und als Rocky dann fragt, ja, würde das denn einen Unterschied für dich machen? Ne? Liebst du deine Tochter dann nicht oder wie? Da sagt er, darüber habe ich nie nachgedacht. Selbstverständlich liebe ich die. Aber gerade kurz vorher wurde noch gesagt, wurde dann noch die Träne gerührt und oh, was wäre wenn? Ja, sorry, aber da geht für mich einiges an Glaubwürdigkeit verloren. Daher bestärkt mich das nur zu sagen, ich hätte viel lieber das Szenario so gehabt, das Drago im Film und hätte sich da kaputt gekloppt. Vielleicht sogar, dass Creed gesagt hätte so, nee, ich muss hier nichts beweisen, ich bin Champion, kämpf du mal mit anderen, ich mach mein Ding und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal im fairen Kampf. Wäre eine Option gewesen. Und dann hätten wir wahrscheinlich Drago gehabt, der dann klatsch, klatsch, einen Kampf nach dem anderen, wie wir es zum Teil auch im Film sehen, aber wirklich über eine Stunde auf zwei. Und am Ende kommt dann vielleicht Creed und dann wäre das ein super Ding gewesen. Oder man macht es wie jetzt in dem Film und zieht die normale Chose ab und hofft darauf, dass der Film sich gut verkauft. Er ist ein guter Boxfilm, will ich gar nicht sagen, aber da wäre so viel mehr drin gewesen. Ich ärgere mich richtig, weil ich den ersten Teil so gut fand und einige der Rocky-Filme auch sehr gut fand und dann, ja, lässt man alles so dahingeschissen vorbeiziehen. Jegliche Chance. Wirklich schade. Wirklich schade.
Ansonsten, wie gesagt, solider Boxfilm, könnt ihr euch angucken, wenn ihr Boxfans seid, da kriegt ihr auf jeden Fall gut was geboten. Aber was ich jetzt will, ist ein Drago-Film. Gibt uns den Drago-Film und von mir aus 10.000 ohne Gegner, der ihm das Wasser reichen kann. Und dann kommt da vielleicht ein, zwei Mal jemand, der ein bisschen dem mal eine verpasst und ihr werdet nicht eine Mimik sehen. Ihr seht, wie er vielleicht zur Seite geht und den böse anguckt und dann wird er einfach noch mehr verdroschen. Genau das will ich haben. Genau das will ich. Nichts anderes. Dann bin ich auch voll dabei. Also Drago, macht den Drago-Film. Damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.